Frau Butte! Herr von Weber, was ist denn? Ich bin in Schwierigkeiten, in großen Schwierigkeiten. Bitte kommen Sie mit. Sehen Sie auch, was ich da sehe. Was denn? Moment, ich ziehe mir nur was über. Ich will nicht! So, was ist denn? Kommen Sie. Was sehen Sie da? Nichts. Ich sehe nichts. Die Luft aufgelöst. Wer? Die Erscheinung, das Hirngespinst. Hey? Hallo? Jetzt hilft nur noch eins. Jetzt hilft nur noch eins. Wo wollen Sie denn hin, Herr von Weber? Ihr Schuh! Was ist denn mit dem los? Nur mal hören, wie ihr euch eingelebt habt in Kalifornien. Ja. Toll, erzähl mal. Nein, nicht nur das Wichtigste. Alles. Kein Problem, ich kann ja umsonst telefonieren. Ja, sprich ruhig. Wo soll ich anfangen? Also, der Zug war sehr unruhig. Aber du weißt ja, ich vertrage. Oh. Frau Butte, Sie? Herr von Weber! Frau Butte! Herr von Weber! Frau Butte, Frau, bin ich glücklich, dass Sie es sind. Was machen Sie denn hier in meinem Wohnzimmer? Das will ich Ihnen ja gerade erklären. Sie haben die Wohnungstür offen gelassen, als Sie wegliefen und da... Ich wollte nur mal nach dem Rechten sehen. Ja, vielen Dank, Frau Butte, aber deshalb brauchen Sie doch nicht so aufgeregt zu sein. Herr von Weber, das Telefon hat sich plötzlich hochgehoben, ist an mir vorbeigeschwebt und der Hörer hat sich ganz von alleine wieder aufgelegt. Aber Frau Butte, das haben Sie sich doch alles eingebildet. Nein, ich habe es ganz deutlich gesehen und dann war ich plötzlich eingeschlossen. Aber unmöglich, Frau Butte, unmöglich. Ihre Nerven haben Ihnen einen Streich gespielt. Aber kein Aber. Eine wissenschaftliche Untersuchung in den USA haben ergeben, dass Leute, die behaupten, eine Erscheinung gesehen zu haben, sich wichtig machen wollen. Nein, aus, basta, keine weiteren Diskussionen. Das hat geklingelt. Immer gleich alles so dramatisieren. Mensch, was du hier abziehst, ist aber ganz schön heavy. Du rufst mich an, faselst was von irgendeiner Erscheinung. Was soll man denn davon halten? Guten Tag. Ach, Frau Budde. Ja, Frau Budde. Hat hier ein bisschen nach dem Rechten gesehen, während meiner Abwesenheit. Alles in Ordnung, Frau Budde? Ich kann es immer noch nicht glauben. Oh nein, bitte, jetzt fangen Sie nicht schon wieder an. Das nein, Telefon. Sie bildet sich ein, irgendwelche Phänomene gesehen zu haben, ja? Irgendwelche Erscheinungen. Das ist doch alles Unsinn, das Frau Butte. Und da war was. Jetzt sollten Sie wirklich mal zum Arzt gehen, ja? Dr. Pohl in der Kannstraße, ein hervorragender Arzt, wird Ihnen helfen. Meinen Sie? Ja, ganz bestimmt, ein sehr guter Mann. Vielen Dank, Frau Butte, und auf Wiedersehen. Ganz bestimmt nicht.